Typisch Black Dragon. Sorgt einfach dafür, dass die Was Welt denn? kaputt geht. Ist ihm Bist auch noch du? egal. Ja, ist mir egal. Scheiß Welt. Scheiß Pflanzen. Scheiß Tiere. Scheiß Leben. Ja, typische Einstellung von ihm. Ist das so? Ich will mal kurz gucken, wie weit wir hier runtergegraben hatten, ob wir da auch schon auf Granitebene waren. Nee, das ist Schiefer. Ich glaube, hier hört es bei Schiefer auf. Genau, da waren wir bloß bis Schiefer. Schiefer sind wir bloß. Ja, wir könnten auch den Weg gucken, ob wir weitermachen, aber das dauert vielleicht noch ein bisschen zu lange, bis wir da weit genug Hey, sind. du, wir sind schon tief rein, also du kannst uns weitergraben, dann kommt bald Granit, da sind wir nämlich bald auf der Ebene, wo wir hin müssen. Ich allein. Könnte man machen, ja. Aber nee, ich glaube, ich grab lieber hier. Hier sind wir doch schon im Granit. Warum sollte man da drüben anfangen jetzt? Früher Wenn das. wir dann die Straße haben. Ja, das machen wir dann eh, aber. Und ich wähle dich, Weg hier. Was? Was? Ich wähle dich, Die Verbrüche. Pikachu. Sehe schon, komm, ich grab jetzt zwei, drei Stück rein und mit einmal ist das ganze Kupfer da. Das wird nicht passieren, Ja, kein denke ich Platz im mal. Inventar. Ich bin schon den ganzen Weg hier reingekrabbelt. Gekrabbelt. Vielleicht hat sich Also das wie aber auch mit gesagt, dem das ist. Update verändert jetzt. Hoffentlich nicht. Eine Fliege. Räum doch endlich mal das ganze Ranzessen aus deinem Auto, aus deinem Haus, dann hast du das Problem nicht mehr. Für Hans essen. Keine Ahnung. Bin ich du? Ich glaube, meine Frau akzeptiert das nicht, da die sehr geruchsempfindlich ist. Jetzt habe ich es. Nee, das Problem ist bei mir, wenn das draußen zu warm wird, kommt die Scheißgrippe rein, weil das so angenehm kühl ist hier drinnen. Du brauchst ein Fliegenschutzgitter. Guck mal bei diesen alten Fenstern, das da ranzukriegen. Wir haben tatsächlich auch so alte Fenster. Die löst. Es gibt solche. Das sind keine richtigen Gitter, sondern es gibt welche, die kannst du aufkleben quasi. Ich kenne die. Ja, und die sind ganz praktisch. Die halten. Also beim richtig großen Sturm hast du tatsächlich. Bei einem richtig. Was zur Hölle? Hä? Wie geht denn das? Ich bin eingesperrt. Hinter mir. Wie denn Hast, das? das warst du, oder? Du hast sie zugebaut, du Arsch! Du Arsch! Hast das schöne Gerät und geschaut. Ich dachte, ja, das muss mal sein jetzt. Ich dachte gerade echt, das ist ich dachte gerade echt, das ist ein Bug vom Echo. Soll ich die Freilage Ich machen? habe Ich mich mach schon die frei. rausgelassen, aber ich habe gerade echt gedacht, das ist ein Bug von Echo. Das hat sich so schnell gefunden gerade. Wo packst du Ach, eigentlich dein nee, Zeug nee. hin? Hoch zum Lager. Okay. Oh, was ist das? Ich kann ja nicht zugreifen. Ah, Schiefer. Über uns ist Schiefer jetzt wieder. Ja. Also ich habe jetzt gerade wenig Hoffnung. Müssen wir vielleicht ein Stück weiter runter noch? Ich kann ja versuchen, noch mal zu zählen. Ah, hier fängt jetzt Schiefer an bei mir. Ich könnte es aber so machen, dass ich einfach mal die ganze Umgebung aushöhle so ein bisschen. Und ich gehe mal gucken, welche Höhe das ist. In alle Richtungen mal ein bisschen graben. Ich gehe noch mal auf Richtung. Es wäre dann natürlich sehr ärgerlich, wenn ich direkt ein, zwei Ebenen weiter tiefer gehen müsste, dann hätte ich alles gefunden. Also. Ach, hier ist plötzlich Granit. Ach nee, ich grabe ja die ganze Zeit in Granit. Was rede ich denn? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27. Sie sind schon zu tief, Fischlein. Ah, okay, müssen hochgraben. 29, 30, 31, 32, 33. Wir sind viel zu tief. Wir sind metterlich zu tief. Das wird nicht werden hier unten. Also müssen wir hochgraben. Das bringt es gar nicht, wenn wir hier drin rumwühlen weiter. Ach Mensch, wenn es geht, dann Oh, sollte das man ist, mal. also das ist echt scheiße, dass der jetzt automatisch, wenn du wegklickst, irgendwo hinschlägt. Das ist richtig scheiße. Weil du krebst dann ständig irgendwo rein. Jo, Escape. Ja, ich weiß, aber ich habe das die ganze Zeit so gemacht und es lief perfekt. Was? Ah, hier hast du reingeschmacht, Ja, siehst du, da Alter. schlägt dann halt einfach, das will ich aber nicht. Wie viel weit hoch müssen wir jetzt? Ungefähr mindestens 10 Blöcke müssen wir höher. Okay, warte mal, das können wir ja hier Das ist machen. die Überraschung. Genau, würde ich einfach Wir hier müssen einfach in mal den. rechts graben oder so. Ich sehe gerade, ich muss erstmal ein bisschen was oben ausleeren. Ich gehe mal kurz hoch. Ja, mach. Geh einfach hier runter und grab dann nach links ungefähr an der Stelle, an der es sein müsste, okay? Ich leere mal das Lager. Weil ich würde schon gern mal weiterkommen. Ah ja, gut, das Eisen wird gleich verarbeitet. So viel Kohle, ich glaube, ich ziehe auch mal die Kohle raus. Lassen wir einfach hier draußen stehen und wenn es dann regnet, wundern wir uns, dass der Kohlehaufen irgendwie immer kleiner wird. Ich helfe dir dann, okay. Ich muss erst mal gucken hier oben. Ja, erzähl doch. Hä? Kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Das ist doch Blödsinn, sowas. Ja, irgendwo wird schon was sein, aber könnte auch ganz gut sein, dass wir einfach nur wieder an den falschen Stellen sind. Das ist voll. Oder müssen ins Schneebiom gehen? Ja, vielleicht, wir Fischelein. haben ja wahrscheinlich jetzt erstmal auch an der falschen Stelle gegraben. Normalerweise wirst du ja mit Erzen richtig überschüttet hier bei Echo. Das war immer so gewesen. Naja, da hatten wir bisher nicht so viel Glück, wenn ich ehrlich bin. Nein, normalerweise sage ich ja. Wahrscheinlich ist es dieses typische, sobald du das erste gefunden hast, mit einmal kriegst du alles. Diese So, Computerspiellogik. ich nehme Ich sag nur GTA 3, du Mr. Whoopi, den du nicht findest, außer in der Mission, in der du hast, mit einmal fahren die überall rum und danach nie wieder. Ja, das ist es ja. Das sind solche Sachen, die man einfach nicht versteht. Oh, da geht noch ein bisschen Kohle rein. Packe ich die Kohle mal raus, die blockiert nämlich eigentlich die ganze Zeit nur alles. Ich glaube, wenn ich dann den Hochofen habe, dann brauchen wir auch die Kohle richtig. Wir haben einfach viel zu viel Kohle für das, was wir aktuell brauchen. Ja, du bist der Engel, der die Lebensmittel macht. Ja, ich verbrenne die eigentlich gerade überall, die Kohle. Einfach nur, weil es so extrem viel Kohle ist. Und die heizt auch ewig lang, von daher.
Ich habe, glaube ich, noch nicht mal 100 Kohle verbrannt bisher. Obwohl ich ständig Ziegel herstelle und eigentlich auch mein Essen permanent gemacht wird. Okay, jetzt kann ich unten was wegpacken. Das bin ich. Hä? Wo ich hochgeglitscht gerade. Ja, das ist, wenn du festhängst, dann passiert das. Okay, wir haben jetzt hier unten wieder richtig schön viel Platz. Da können wir ein paar hundert Einheiten reinschmeißen. So, hast du hier schon irgendwo reingegraben? Hier an der Seite? Ach, hier bist du, okay. Ich helfe dir mal. Ich grab mal den Gang hier. Wie gesagt, wir müssen irgendwo eine Möglichkeit geben. Ich würde mich freuen, wenn von 7 Days endlich mal das Finale Update reinkommt, also. Gibt's nicht wahrscheinlich nie. Ja, das ist aber scheiße, weil mich ärgert das halt, dass du immer wieder von vorne anfangen musst. Wirklich von vo vollkommen vorne. Mich allein das Gute ist, du kannst dann einfach einstellen, dass der ältere Version spielst. Ja, Dadurch, aber dass du du willst ja leicht schon ins. die Neuerung haben. Ja, wie viel Neueren gibt es in dem Sinne auch nicht so Ja, richtig. Spellings wird halt angepasst, aber ansonsten. Wie gesagt, ich habe so jetzt wirklich das Kannst Interessante du. des Spiels merke ich so. Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen Platz schaffen und dann bauen wir hier ein Lager rein. Jetzt ja schon anfangen damit. Ja, mache ich vielleicht auch gleich. Dann. Ich darf hier nicht reingraben, weil das dein Gebiet ist. Dann grabe ich. Ehrlich? Ja, das ist wieder dein Gebiet. Dann grabe ich mal hier ein bisschen. Oh, guck mal, Kohle. Endlich haben wir sie gefunden. Oder knipst hier nach hinten, hier hinter dich. Hä? Ja, ich will einfach Hinter nur dich hier, ich direkt. will erstmal das Lager, Platz für ein Lager schaffen. Klar, das Lager braucht genauso viel Platz wie den ich schaffe, aber trotzdem. Michel drückst immer auf Schlag und der schlägt manchmal zweimal. Das ist richtig seltsam. So viel Stein. Muss das sein? So viel Es Stein, ärgert mich das halt, dass ist du meine das, dass Liebe. du nicht jeden Stein zu Sand einfach umfunktionieren könntest, weil dann hätten wir gar keine Probleme mehr, was das hier Stimmt. angeht. Shit, jetzt habe ich in die Kohle. Aha. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, aber das Lassen Sie Stecken, ja, oder? Ecken sind scheiße. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich glaube, ich hole mein kleines Lager dann hier runter. Ich glaube, ich habe jetzt einstecken. Auch Mal welche gut. gesehen. Ich habe, glaube ich, jetzt einstecken. Ja, ist okay. Dann können wir das hier gleich reinpacken. Das steht bei mir auch manchmal doppelt. Ich habe winziges Lager, habe ich bloß Ja, gecheckt. das meinte ich, das reicht. Der schlägt bei mir tatsächlich auch manchmal doppelt. Ja, aber es ja, das ist irgendwie komisch. So, meine Tomaten sind alle.
Ich habe mal diesen Eintopf bei dir geklaut. Ich hatte ihn immer unnötig nicht Das gehabt. Porridge? Ja. Porridge ist übrigens kein Eintopf, das ist. Ach, übrigens, das beim Chinesen, das ist tatsächlich gar kein Porridge gewesen. Das ist was anderes, das heißt Congee, von dem ich dir das letzte Mal erzählt habe. Das heißt Congee und das ist einfach nur ein stark gekochter Reisbrei quasi. Also es ist nicht mal ein Reisbrei, sondern einfach nur das sehr stark gekochte Reis. Ich nehme jetzt die Kohle weg, dann kannst du das Lager, glaube ich, hinpflanzen. Hast du mal geguckt hier, gestern, Was? auf Familienchat, weil ich mal auf die Fotos gepostet habe? Welche Fotos? Ach, keine Ahnung, da kommt manchmal so viel, das lese ich teilweise gar nicht. Kannst du es reinsetzen? Weil mich nervt das, wenn ich immer zugespammt werde mit solchen Mist. Ah, perfekt. Ich glaube, ich hole mal ein Stück Erde oder Okay. sowas. Food Festival hatten sie bei uns gemacht. Ich wurde gerade hochteleportiert schon wieder. Das ist richtig seltsam. Du bist gerade wieder sehr, sehr leise. Ja, ich habe doch leise geredet gerade. Ach so. Hat gesagt, das ist zurzeit ziemlich seltsam. Was? Mit Echo hier wieder. Hm. Neue Update und schon spinnt das Ding total rum. Okay. In welche Richtung gehe ich denn jetzt am besten? Machen wir einfach was weiter, das Trip Mining. Ja, irgendwo muss doch das Zeug sein. Das gibt's doch nicht. Ja, das kann ich mir. Es ergibt für mich irgendwie auch keinen Sinn. Weil. Allein durch Zufall hätte man doch schon mal irgendwas finden müssen, oder? Gehen nur mal gucken. Moment. Echo Kupfer finden. Das könnten aber auch noch alte Versionen So. sein. Also das. Ich habe Ja, gesehen, Echo das wurde ist nicht so wirklich aktualisiert. Die Seiten. ja, teilweise hast du 2020, sagt der Älteste. Ja, steht überall Boreal Forest. Dann schreiben andere, die haben im Schnee gebaut, da gibt es Kupfer ohne Ende. Aber doch mal ein Schneebiom suchen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, oder? Wir müssen noch tiefer. Och nee. Wie noch tiefer? Hier stehen wieder andere Sachen wie vorher. Hier steht zum Beispiel, Sie sind auf der Suche nach Kupfer. In welcher Tiefe hast du denn welches gefunden? Ab etwa Tiefe 68. Wie tief sind wir maximal? Irgendwo mit 30. Das dauert ja ewig, Die bis du da wollten tief bist. nicht. Das ist doch. Ey, das ist doch Irrsinn, aber ist das Boreal Forest? Steht wieder. Und Gold ist auch dort in der Nähe. Ey, was ist. Oh nee. Das ist doch Da können wir Blödsinn. auch Mal den Weg hier unten ernsthaft. weitermachen. Das ist wirklich Blödsinn dann. Die einen sagen das so, die anderen sagen das so. Mann, ey. Ich will doch nur scheiß Kupfer. Ja, das ist es ja. Will man ja wirklich nur. Weil die hätten sie bei Echo ein bisschen mal ein bisschen schlauer sein können. Da hätten sie doch einfach, vor allem weil du brauchst ja wirklich ewig, um runterzugraben. Einfach, dann macht das da die Hauptadern sind und verteilt ab und an mal etwas an anderen Stellen. Fertig. Wird doch reichen. Ich mach das mal so. Was könnte ich denn machen, um die Steine zu verwursten? Könntest ja auch hier ein bisschen was bauen, Ziegel oder so, oder andere Farben, Ziegel. Nicht-Ziegel bauen. Ja, da brauche ich aber auch erstmal Mörtel. Das ist mein Problem, dass ich Mörtel brauche. Ich brauche massiv Mörtel. Ist das ein Frettchen? Oder ein Otter?
Bleib mal hier, ich muss dich untersuchen. Ah, es war ein Otter. Okay. Mal sehen, wie der schmeckt. Tiny. Tiny Animal ist es. Okay, ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie an Sand komme. Weiter. Oder, nee, ich hole jetzt mal ein bisschen. Du weißt schon, wie er heißt. Dass ich Mörtel machen kann. Einfach nur, dass wir mal ein paar Mauern wieder. Oh, guck mal, hier stirbt auch Zeug ab hier vorne. Ach, sag ja. Naja, nicht mein Problem. Ey, ist das ein Hai? Haie gibt's auch, das stimmt, ja. Wann habe ich denn meine Sense repariert? Oh ja, ich könnte mal meine Steinwerkzeuge reparieren, das kostet auch ein bisschen Stein. Das habe ich schon gemacht. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen in die Natur eingegriffen, ganz schön hier. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, kann ich den Ver- Die Haie, die spawnen immer wieder. Haben wir so stark in die Natur eingegriffen? Weißt du gar nicht, wie viel das ist. Okay, unsere Schmieden laufen die ganze Zeit hier, also wir verbrennen ständig Sachen. Aber wir sind eigentlich, für den Planeten sind wir eigentlich noch verdammt wenig. Das stimmt schon. Ah, hier ist ein Hai drin im See. Ja, ja. Das hatten wir doch anfangs auch mal. Was? Der kleine despawnt. Ja, das habe ich ja auch. Das habe ich ja auch die ganze Zeit, dass die immer wieder verschwinden. Ach, hier ist die Reuse. Es sind 5 Reusen. Guck mal, ob was drin ist. Hast du den Seegang reingesetzt? Ja. Die eine ist voller Fische, 2 sind voller Fische. Ah. Scheint ja doch was zu bringen. Hätte ich nicht gedacht. Da muss ich ja keine Tiere mehr abknallen. Ich mach's aber trotzdem. Ja, das war mir klar. Oh ja, hier drüben stirbt auch Zeug ab. Hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich Auswirkungen hat. Ganz schön sogar. Ja, aber so viel haben wir doch eigentlich gar nicht gemacht. Also das kann jetzt nicht Bodenverschmutzung sein tatsächlich hier. Irgendwas ist doch da. Irgendwas passiert hier. Nee, irgendwas haben wir global jetzt schon falsch gemacht, schätze ich mal. Beziehungsweise noch nicht falsch, aber wir sollten vielleicht langsam aufpassen. Ich meine, ich werde erstmal weiter so machen. Ja, es war mir klar, dass es jetzt kommt. Warum sollte ich auch aufhören oder so? Okay, was machen wir? Wollen wir einfach den Weg nach unten weitergraben? Oder? Ich will was probieren. Der wäre doch so eine Art Bohrer, nicht schlecht. Aber ich glaube, um sowas freizuschalten, bräuchte man ja auch Kupfer. Das ist es ja, du brauchst Kupfer, um was freizuschalten können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher nicht so war. Dass du diese Sachen früher auch weiter oben gefunden hast, weil du hast teilweise direkt unter der Erdoberfläche schon Sachen gefunden. Und nicht erst, oh, du musst erst 20.000 Kilometer nach unten und da findest du dann das erste Rohstoff, mit dem du dann ein bisschen besser wirst. Hier ist doch ein Otter. Ja, die laufen mit einmal bei uns rum. Die waren früher nie da, oder? Ja, die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Doch, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ach echt? Dann sind sie mir vielleicht nur nicht aufgefallen. Lalalala. Muss ich, okay.
Da frage ich mich doch, wie unser Planet überhaupt überleben kann, wenn wir so extrem in die Welt eingreifen und wir hier greifen noch ein bisschen ein und die Welt geht schon kaputt. Du bist du Wichtelein. Hä? Ja, Oh Gott, wo du ich bist. sammle doch gerade. Und wir haben schon lange kein Gras mehr gesammelt, also habe ich mir gedacht, oh, warum nicht? Das müsste jetzt alles schön nachgewachsen sein. Ist es auch. Die Richtung muss ich. Ja, ich denke, es hat auch mit Klimaerwärmung und alle solche Sachen zu tun. Das ist nämlich das, Ja, ich was denke es das auch. Spiel. Aber dafür haben wir einfach noch viel zu viel Grün, als dass das schon greifen dürfte. Ja, die Umwelt ist hier sehr empfindlich eingestellt. Das ist das der Nachteil für uns, Stellein. Ich gebe der Umwelt. Wir lassen einfach ein paar Samen so, wie sie sind und wir machen jetzt einfach so weiter und wird schon passen. Hauptsache, wir machen genug Gewinn. Dann klar, Soll die gewinnt. Generation nach uns sich damit rumschlagen? Die Generation. Ja, aber so läuft es doch gerade auf der Erde, oder? Ja, ich Läuft in lasse dich seinen ja raus, Katze. Generationen. Wir tun einfach so, als würden wir Umweltschutz betreiben, machen wir aber eigentlich gar nicht wirklich und die Generation nach uns hat dann das Nachsehen. Hatten die Generation vor uns auch schon so gemacht. Aber das Die ist wirklich, Generation dass sie vor hin uns, dürfen. da war es noch gar nicht so richtig auffällig. Ich meine, Doch, dann. die Amis sagen immer noch, dass es den Klimawandel nicht gibt, größtenteils, also von daher. Selbst auf der Hauptinsel sind jetzt so Büsche, die wären schwarz. Vielleicht sollte ich einfach mal. Man kann, glaube ich, auch irgendwo einsehen, wie hoch die Umweltverschmutzung ist. Oder die Erwärmung schon. Was ist das denn? Ach, ein Reh. Ein Reharsch war das. Ich will doch bloß hier hoch, Mensch, du blöder Computer, lass mich doch hier hoch. Ich habe echt gedacht, weil es in der Einfach mal. Umgebung ist, dass wir vielleicht zu viel Dreck haben rumliegen lassen, aber das muss wirklich was Globales sein. Ist nur voll, ja. Wir haben doch sämtliche Saat schon gesichert, oder? Die es gibt. Nein. Nein? Welche fehlt uns? Haben wir Nein. Sonnenblumen? Sonnenblumen haben wir, das haben wir, aber wie gesagt, hier gibt es noch so viele Pflanzen, die du noch nicht gesehen hast. Achso. Ich muss mal, ich bin mal gespannt, wo bin ich jetzt hier? Na gut, ich bin nur auf dem Weg hier. Ich bin mal gespannt bei Raft, wann die Story fertig geht. Ja, dann würde ich gerne mit dir spielen, tatsächlich. Wenn du mal wir können ja auch dann mal fragen, ob Prima dann mal Lust hat mitzuspielen. Ich glaube, da er jetzt langsam wieder anfängt zu spielen, könnte ich mir vorstellen, dass er dann höchstwahrscheinlich mitspielt. Weil ich glaube, auch Seven Days to Die hat er schon sehr genossen. Und ich glaube, wenn die Sache dann nicht passiert wäre bei ihm, dann wäre das auch, wird das auch alles so weitergehen. Echo scheint, also ist aus meiner Sicht nichts für ihn. Also ich habe keinen Platz mehr. Das ist so langwierig. Nee, auch so, denn er braucht halt echt Spiele, in denen er Action hat, glaube ich. Aber so im Allgemeinen. Okay, da kann ich dann gleich ein bisschen was machen. Ich gucke mir dann gleich mal die Wirtschaft, nicht die Wirtschaft an. Ernsthaft? Hm?